Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe im Allgemeinen interessieren. Und wir kommen heute auf etwas ganz Wichtiges zu sprechen, was bestimmt den einen oder anderen, wenn man dann so vor dem Regal gestanden hat, dann doch schon mal interessiert. Wie kommen die unterschiedlichen Preise zustande? Und darauf gehe ich jetzt mal ein. Nehmen wir mal dieses rühmliche Beispiel jetzt gerade zur Jahreszeit. Es handelt sich um gefütterte Gummistiefel. Und dann sieht man auch schon mal hier an der Auslage der Preise, dass also da schon, wie sagt man so, ja, ein ganz schöner Unterschied zustande kommt. Das heißt, ich kann also gefütterte Gummistiefel für die kühlere, für die kalte, nasse Zeit des Jahres kann ich also kaufen und bewege mich da immer so in so einer Spanne, ich sag's mal so, zwischen 30 und 60 Euro. Da sagt sich jetzt der eine oder andere, jawohl, sehe ich ja irgendwo ein, aber warum soll ich jetzt 60 Euro für einen gefütterten Gummistiefel verkaufen oder kaufen, ausgeben in dem Sinne? Aber es ist ja immer wieder das, was will ich, was brauche ich? Brauche ich jetzt bloß ein ganz preiswertes Modell, was mein Kind jetzt bloß mal im Garten anzieht, dann brauche ich natürlich nicht unbedingt den hochwertigen Gummistiefel, der so zum Beispiel bis minus 32 Grad ausgelegt ist. Den würde ich allerdings vorziehen, wenn ich sage, ich habe zwar ein Kind, was viel draußen ist, zum Beispiel, man geht mit dem Hund raus, man hat ein Grundstück, wo große Wiesefläche ist, wo man viel draußen sich bewegt. Und da ist es natürlich wichtig, mein Kind darf alles haben, bloß keine kalten Füße. Dann wäre dem natürlich wieder dem Vorzug zu geben, weil das übernimmt ja dann schon wieder was, die Funktion eines Alltagsschuhs, also eines Schuhs, der doch relativ häufiger getragen wird, als einer, den ich vielleicht früh in der Kita bloß für ein, zwei Stunden mal anziehe. Dass generell ein Gummistiefel nie der vollwertige Winterschuh sein kann, erklärt sich schon mal alleine daraus, egal aus welchem Material jetzt der Gummistiefel gefertigt ist. Aus Kautschuk, PVC, Kautschukmischung, auch hier wieder das PET, Polyethylen, wie sich das glaube ich nennt, aber wir wollen uns da mal nicht in Feinheiten versteifen. Auf jeden Fall, egal welches Material man nehmen würde, alles strahlt ab einer gewissen Temperatur eine gewisse Kälte aus. Und so habe ich natürlich dann auch bei den relativ günstigen Modellen mit einem dünneren Futter schneller den Kälteeffekt als bei hochwertigen Modellen, wo es dann zum Beispiel auch welche gibt, die ein richtiges schönes Wollfutter aufweisen, wo ich immer wieder sage, toll, super, bringt eine gewisse Wärme mit, macht den Schuh allerdings dann natürlich auch innen enger. Und der ist zum Beispiel super toll, weil der hat auch noch ein mega gutes Profil und ist zum Beispiel mal ein bisschen mehr auf Passform gemacht. So, dann haben wir hier den etwas teureren oder preislich intensiveren Vertreter. Und da muss man natürlich sagen, hier ist es natürlich ganz genial gelöst, weil hier nehme ich zum Trocknen einfach bloß den Innensocken heraus. Dass natürlich so ein dicker zusätzlicher Socken sozusagen den Fuß schön warm hält, das erklärt sich von selbst. Und wie gesagt, hier habe ich natürlich die Möglichkeit, den Schuh dann richtig oder den Socken richtig austrocknen zu lassen, sodass er am nächsten Tag wieder voll und fit und einsatzfähig ist. Ein Argument für die unterschiedliche Preisgestaltung liegt also jetzt zum einen in den Stückzahlen, die sozusagen produziert werden. Desto mehr man natürlich produziert, desto mehr wären sozusagen die Erstellungskosten oder Fixkosten zur Produktion, werden dort auf mehrere tausend Stück oder 10.000 Stück verteilt. Und je weniger ich davon produziere, desto teurer wird im Endeffekt mein Produkt. Hinzu kommt natürlich dann auch wieder die Verwendung der Materialien. In die Preisgestaltung findet zum Beispiel auch der Leisten spielt da also sozusagen mit rein. Das heißt, wenn ich jetzt so einen industriell vorgefertigten Fuß nehme, was ja der Leisten ist, und ich verwende den nicht nur für ein Modell, sondern noch für fünf andere, wird es auch wieder kostengünstiger. Nehme ich hingegen ein Leisten nur für einen Schuh und produziere dann für fünf andere Modelle wieder neue Leisten dazu, dann wird das natürlich wieder teurer. Hinzu kommt natürlich immer,
Bei all den Preisen, man darf eins nicht vergessen, die Qualität spielt natürlich überall eine große Rolle. Weil, wenn ich am Material nicht spare, woran kann ich dann noch sparen? Nämlich an der Verarbeitung, sprich an der Qualität. So, und demzufolge setze ich natürlich dann voraus, dass also gerade auch hier so ein Schuh, der ein schönes Wollfutter mit hat, meinen Ansprüchen vielleicht eher gerecht wird als der etwas günstigere produzierte Schuh mit einem Polyesterfutter. So, nur um das mal zu zeigen, das könnte ich jetzt an jedem Beispiel wiederholen. Ich könnte es euch bei Hausschuhen zeigen, ich könnte es euch bei Winterschuhen zeigen. Also immer ist es natürlich möchte man auch verschiedene Preisgruppen an oder wie sagt man so, Käufergruppen ansprechen. Den Smart Shopper, den qualitätsbewussten Käufer und so weiter. Und für alle diese Gruppen soll natürlich ein passendes Angebot für jede Jahreszeit immer zur Verfügung stehen, damit Kinderfüße schön eingedeckt werden, geschützt werden und demzufolge auch nicht frieren. Also in diesem Sinne, nicht nur die Optik alleine spielt eine Rolle, auf jeden Fall bei der Preisgestaltung hat es also weniger mit der Äußerlichkeit, sondern mehr mit den inneren Werten sozusagen zu tun. Und das merkt ihr letztendlich dann am sichtbaren Preis. Das wäre sozusagen mein Beispiel für euch mit den gefütterten Gummistiefeln. Wie gesagt, kann ich aber auf jedes andere Beispiel sozusagen duplizieren. Dann denke ich doch mal, habe ich euch wieder ein bisschen geholfen und würde mich freuen auf ein nächstes Mal. Einen lieben Gruß an dieser Stelle an die vielen neuen Abonnenten, die wir reinbekommen haben. Freut uns natürlich ganz besonders dieser Zuspruch und wir warten mal, vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr. Bis zum nächsten Mal.